Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne das in die Kommentare reinschreiben. Ein paar Däumchen wären natürlich immer geil. Und wenn ihr es weiterverfolgen wollt und ich sehe, hey, mit der Resonanz, mit den Aufrufen und alles andere klappt, dann kann man ja sich mal gerne überlegen, ob man ein wenig mehr machen möchte. Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format, und zwar es ist Trackmania, wie bei vielen anderen YouTubern auch. Deswegen hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin das heute, ich mache seit 5 Jahren YouTube und das ist jetzt hier eines meiner, ich glaube, ersten Rennsimulationen, die ihr hier bei mir erleben werdet. Ich habe schon mal früher Trackmania gespielt, von daher ist es eigentlich so an sich nichts Neues unbedingt, ja. Ich weiß so ein bisschen die Mechaniken, so von wegen der Luftbremsen und alles. Und, oh, verdammt, da haben wir ein bisschen zu sehr eingelenkt. Ich glaube, das kostet uns den 12. Platz. Na, 13. Immerhin. So, ja, deswegen auch an meine bestehenden Zuschauer natürlich. Das ist Trackmania, Leute. Eigentlich ein richtig geiles Spiel, macht Spaß. Ihr habt 5 Minuten Zeit pro Level, beziehungsweise pro Map. Und es geht darum, ja, die schnellste Runde zu fahren. Zum Beispiel er hier, er ist besser als ich. Leider. Und das wird man so oft erleben. Manchmal geht es echt um Hundertstel oder Tausendstel Sekunden. Also, ja. Da sind dann die normalen Sekunden schon gar nichts mehr wert. Vierter sind wir, wenn wir jetzt damit wären. Wow, okay, ja. Sechster. Ah, verdammt. Schade, ich habe da wieder zu sehr eingelenkt. Ja, solche Eisbahnen sind hier eigentlich nie wirklich beliebt, denn die meisten skippen das ganz gerne immer. Das heißt, die drücken dann immer so schön erstmal, ja, alles weg, was denen vielleicht zu kompliziert ist. Und das finde ich immer so ein bisschen nervig, denn es wird so vieles hier bei Trackmania geben, wo man sagen könnte, okay, ey, das ist doof. Ne? Ich meine, klar, die einen mögen vielleicht den Sandboden nicht, die anderen mögen das hier zum Beispiel nicht. Ja, und ihr werdet sehen, ich werde sehr oft resetten. Ja, das heißt dann aber nicht, dass ich jetzt sage, okay, hey, ich hätte jetzt keine Chance oder so. Aber wenn ich sehe, dass meine beste Rundzeit gerade bei 20.842 ist und ich da jedes Mal jetzt umhängen bleibe, dann weiß ich schon mal, hey, ich kann wieder resetten, denn ich werde nicht den Rekord, den Streckenrekord oder jedenfalls keine bessere Zeit erreichen. Das wäre jetzt hier, was ich hier habe mit den kleinen Schlenkern. Ja, letzter Versuch. Nicht erreichen. Ja, und das Spiel geht wirklich eigentlich rein um Perfektion. Oh ja, das sieht gut aus. Dritter. Und somit ist man wieder ganz schnell Zehnter. Also ihr seht, die Hundertstel machen's. Beziehungsweise sogar Tausendstel. So, Tormul wins the match. Ups, nein, Help brauche ich nicht. Schauen wir mal ganz kurz hier oben bei den Einstellungen. Nice, nice, nice. Full Screen, TA High, Medium, V-Sync Full. Natürlich, eigentlich Full. Ich sehe das nämlich hier gerade bei der Aufnahme bei mir, auf der rechten Seite von OBS, das so ein bisschen ruckelt. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es ja auch ganz wieder anders, wenn ich mir das Video angucke. Ist manchmal wirklich so, dass OBS die Renns verarsche. So. Und ja, ich habe die Karten schon gespielt. Ich weiß in etwa, wie das geht. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich die Maps jetzt hier spiele. Ne? Ich meine, ich habe Trackmania schon vorher ein bisschen gedaddelt. Und von daher weiß ich, wie die Karten so ein bisschen zu fahren sind. Ich meine, ich werde jetzt nicht immer der Erste bleiben. Das wäre schön. Ich meine, bis jetzt bin ich die ganze Zeit noch Erster. Ich glaube, meine Bestzeit hier... Oh Gott, weiß ich gerade gar nicht. Fuck. 26.914. Ich meine, das steht zwar rechts, aber es ist nicht meine, ich glaube, nicht meine allgemeine Streckenbestzeit.
So, 0,18 Sekunden waren wir mal wieder zu langsam. Es geht ja auch immer darum, dass man sich verbessert. Ja, oh, seht ihr, da sind wir schon wieder auf dem dritten gelandet. Von der Zeit, die wir jetzt hier fahren, würden wir weiterhin Dritter bleiben. Das ist nicht mein Ziel. Zweiter. Na, verdammt. Oh, Dritter, immerhin. 25 Sekunden hat der Jute. 25,463. Das heißt, wir müssen eine Sekunde besser sein als er. Wird schwierig. Ich glaube... Also ich meine... Oh, wow. Okay, alles klar. Ja, weiter, weiter. Dritter wieder. Oh, fuck. Oh, dang it. Alles klar, okay. Damit alles... 25,004. Ja, Driften und so, also wie gesagt, es gibt hier so verschiedene Mechaniken. Driften zum Beispiel, hier auf Dirt gibt es gewisse Möglichkeiten, schneller zu fahren, genauso wie auf dem Rasen. Ja, zweiter. 0,621. Jawohl. Ja, dann soll man sich natürlich nicht auf seine Lorbeeren ausruhen, wenn man denkt, man hat gerade schon mal hier irgendwie so einen guten Rekord aufgestellt oder so. Nee, man sollte natürlich immer weiterfahren, immer besser werden. Also das rate ich natürlich jedem, der jetzt hier irgendwie sich denkt, so, ja Mann, geil, ich bin Zweiter oder Erster. Ich brauche die Strecke ja nicht mehr fahren, ich bin safe. Es gibt immer was, was man hier verbessern kann. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwann eine Zeit, wo man sich sagt, so, uff, nee, die gibt es nicht mehr. Wie jetzt zum Beispiel hier, die Kurve, fand ich persönlich ganz gut. Aber sie ist noch nicht perfekt. So, ich meine, jetzt habe ich schon meine Zeiten echt gut verbessert, aber er hat jetzt 24,858 gemacht. Ja, also er ist wirklich, wirklich gut. Ja, und die Strecke habe ich jetzt schon mittlerweile auch auf den Ersteller, also der die Maps erstellt. Es gibt verschiedene Medaillen, die man gewinnen kann. Bronze, Silber, Gold und ich weiß jetzt echt nicht, wie es heißt, weil ich das schon lange nicht mehr bekommen habe, weil ich die meisten schon eigentlich auf die Erstellers Zeit bekommen habe. Aber es gibt halt Leute, die die Maps erstellen und deren Rekorde kann man brechen. So, jetzt habe ich es. Ich bin immer noch Zweiter und das nervt mich, weil ich immer ganz gerne die 1 auf dem Rücken sehe. Vielleicht kennt ihr das auch, indem ihr müsst mich einfach nur die zum Sliden. Nein, das passt nicht. Noch 5, ja, ich könnte es vielleicht noch knapp zweimal machen. Eigentlich bringt es auch nichts, wenn man so weit ausholt wie ich. Bodenkontakt ist auch wichtig mit dem Auto. Das war zum Beispiel ganz geil. Hätte das alles andere gestimmt, dann... So, so, damit habe ich schon mal. Okay, das war's. Verdammt. Airpow 614154. Soda Dad macht die ganze Zeit nur noch Donuts. Der schafft wahrscheinlich keine besseren Zeiten. Ja, es gibt echt gute Fahrer hier. Man muss aufpassen auf die Franzosen. Das ist irgendwie deren Lieblingsgame. Was bei sozusagen den Russen CSGO ist, einfach bei den Franzosen eigentlich Trackmania. Das spielen die ganz gerne. Ist fast wie so eine Nationalität bei denen, so eine Sportnationalität. So wie bei uns das Fußball ist und bei den Amis zum Beispiel Football, ist es bei uns, ist es bei den Franzosen einfach irgendwie Trackmania. So, da habe ich eigentlich auch schon die Erstellerszeit, glaube ich. Ich kann mich eigentlich auch täuschen, aber ich glaube definitiv, dass ich dort auch schon Gold habe ich. Okay. Das wird eine Map sein, die wie in Vollspeed
die ganze Zeit fahren können. Wenn man gut ist, dann muss man nicht einmal von dem Gas runter. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ich war ein bisschen zu weit in der Mitte und habe einen kurzen Moment zu früh nach links eingelenkt. Das Coole ist nämlich, dass man bei Trackmania, wenn man zum Beispiel so richtig schnell fährt, wie jetzt zum Beispiel, das ist zum Beispiel so, dein Gehirn verarbeitet ja normalerweise die, Leute, ist gerade noch relativ früh am Morgen hier. Okay, alles klar. Verarbeitet ja die ganzen Informationen, die jetzt ja von dem Spiel auf einen zukommen. Na, das heißt, du siehst, was auf dem Bildschirm passiert, verarbeitest dann diese Informationen und reagierst dann darauf. So, und dann, also das ist die Reaktionsgeschwindigkeit. So, und in dem Falle habe ich jetzt zum Beispiel wieder Bullshit gebaut. Ja, und in dem Fall ist es so, dass du mitunter, wenn du schon was siehst, was auf dich zukommt, im Vorfeld eigentlich schon einlenken musst. Ich meine, je nachdem, wie schnell du fährst. Wie sowas zum Beispiel. Ich habe gerade gedacht, okay, alles klar, ich wollte erstmal ein bisschen näher an der Kurve entlang fahren, was ich sonst normalerweise nicht gemacht habe. Jedenfalls nicht so, ach verdammt, das ist doof. Das ist ein doofer Start. Weil ich dann eigentlich nach außen mehr fahre immer. Sonst bin ich immer so, der Fahrer, ne, dass ich so ein bisschen immer mittig bin. Und dass ich dann mit dem Pedal nach innen fahre. Aber ja, gut. Ach, come on. Ja, manchmal werdet ihr sehen, ich werde nicht einmal den Run durchmachen, bis ich vollends zufrieden bin mit dem, was ich erreicht habe. Seht ihr? Hier zum Beispiel bin ich jetzt alleine schon Dritter bei diesem Checkpoint. Das heißt, es gibt da irgendjemanden. Vierter. Ach, meine Güte, nee, ey. Ich bin ein Vollhonk. So. Das war der Airbrake, den ich gemacht habe. Denn wenn ihr in der Luft seid, könnt ihr diesen Airbrake machen. Das heißt, ihr könnt währenddessen die Kontrolle über euer Auto behalten bzw. auswirken lassen. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade irgendwie an so einer Schräge wart, wie jetzt eben gerade, könnt ihr in der Luft bremsen und könnt damit dann beeinflussen, wie weit euer Auto sich... Ja, das ist, glaube ich, gut. Oh, das könnte gut sein. Oh, der Typ ist schnell. Der Typ ist schnell. Dieser Saw-Typ wieder. Sorry. Oh, verdammt, jetzt habe ich den Start verpasst. Der war schnell unterwegs. Da würde ich gerne mal sehen, wie der lang fährt. Dass er so ein Fug. Dass er so ein Speed bekommt. Weil, wenn ich so mit einer Geschwindigkeit lang fahre, habe ich nämlich das Problem, dass das Auto ja dann viel zu weit einfach rutscht. Oh, seht ihr? 20. Ja, wie gesagt, Airbrake, ne? Bremsen, dass sich in der Neigung in der Luft dann so anrichtet, wie man gerne landen möchte. Vierter, habe ich ihn überholt? Ich glaube, ich habe ihn sogar überholt. Ja, wenn es bis euch jetzt noch gefallen hat, ja, dann könnt ihr ganz gerne ja mal ein Däumchen nach oben geben. Wie gesagt, das ist ein kleines Pilotprojekt, hoffentlich gefällt es euch. Und ich bin in solchen Spielen immer ein Perfektionist, der es hasst, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Deswegen finde ich, ist das genau das richtige Spiel für mich. Wie jetzt hier zum Beispiel. Ich weiß, ich habe den Fehler gemacht. Ich weiß, ich werde jetzt schon mal nicht die beste Zeit mehr bekommen. Ich weiß, ich kann jetzt nicht nochmal anfangen und werde da hinten garantiert nicht in 33 Sekunden ankommen. So, das heißt, ich werde meinen vierten Platz wahrscheinlich verteidigen. Heißt ja jemand gerade Cash? Ach so, Cash Cow. Ich dachte Cash Now. Double TV wins. Na, GG.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube, ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne das in die Kommentare reinschreiben. Ein paar Däumchen wären natürlich immer geil. Und wenn ihr es weiterverfolgen wollt und ich sehe, hey, mit der Resonanz, mit den Aufrufen und alles andere klappt, dann kann man ja sich mal gerne überlegen, ob man ein wenig mehr machen möchte. Das wäre jetzt die letzte Map, die ich machen möchte. Hier ist Driften vom Vorteil. Und der Rest wird sich erklären. Also, ja, Driften ist hier definitiv vom Vorteil. Oh, ja. Oh, es ist schwierig. Es ist so schwierig, Leute. Driften funktioniert nur über 180 km/h, mindestens eine Sekunde eingelenkt, Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt halten. Lohnt sich nur in manchen Situationen. Ihr könnt auch kurz einmal, wenn ihr einlenkt, die Bremse antappen. Dann habt ihr, dann seht ihr vielleicht, ja, habt ihr jetzt, weiß ich nicht, gesehen, dass hinten an den Reifen so kleine Rauchwolken kommen. So wie jetzt. Das heißt, ihr habt dort so einen kleinen Grip-Verlust. Also das heißt, ihr slidet so ein bisschen rein und rutscht dann. Aber das ist noch kein richtiger Drift. Ah, verdammt, ich wollte gerade einen versuchen. Es ist schwierig. Also ich sage euch jetzt auch schon mal so, wie es ist. Ich kann bis jetzt noch keine Drifts. Ja, bin auch ganz froh darüber. Ich meine, dass ich jetzt schon öfters mal so den ersten, zweiten, dritten Platz belegt habe. Macht mich auch schon ganz schön stolz. Aber es ist nicht jedes Mal so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt an irgendwelchen Turnieren oder so teilnehmen könnte und sagen könnte, yo Mann, definitiv. Na, hier habe ich zum Beispiel die Seite leicht berührt. Kostet mich wieder leider ein paar Millisekunden. Oh, da muss man auch nur mit so einer gewissen Geschwindigkeit rüber, sonst hebt man kurz ab und das war's dann. Das heißt, Verlust des Wagens. Hier zum Beispiel. Ach man, no. Ich weiß, dass man eigentlich leicht den Trigger drücken kann, damit man nicht so schnell beschleunigt. Das ist echt so ein Gefühl. Das ist so ein Gefühl mit dem Finger, den man haben muss. Und ja, ich warte kurz auf den richtigen Moment, bis ich den... bis ich das Richtige gefunden habe. Jetzt, ja, sieht gut aus. Ja. Vielleicht nicht das Beste, aber hey, Zweiter, Mann. Zweiter, das ist der beste Run, den ich so, glaube ich, bis jetzt hatte. Gefühlt. Puh. Jetzt zum Beispiel 0,90 Sekunden. Ich wäre auf den fünften Platz gekommen von der Zeit, die ich jetzt hatte. Also es bringt einem wirklich nichts, dass man sich das so anguckt. So, Vierter, ja. Wäre vielleicht was mit machbar. Das eher weniger wieder. Zu sehr gebremst und dann wieder die Beschleunigung. Hier, 17. Das macht dann keinen Sinn. Ich mache jetzt das trotzdem durch. Ja. Das Spiel ist schon echt geil. Also ihr müsst da ja wirklich... nein. Ja, 24. Müsst ihr euch überlegen, ich habe gerade nur kurz einmal die Bremse angetippt und bin dann sofort 24. gewesen. Neunter. Vierter. Oh. Oh ja. Oh, vielleicht das. Nein. Oh, ich habe das aussehen angerempelt. Das war so ein schöner Drift gerade eigentlich um die Kurve. Ah.
Okay, das wäre jetzt unser letzter Run für den zweiten oder ersten Platz. Naja, das war zweimal angetappt. Das kann ich schon nicht mehr schaffen. Vielleicht noch mit Glück. Ach, okay, alles klar. Wir sind Dritter. Immerhin, kleines Treppchen. So, das war's, Leute, mit der Folge von Trackmania Nations, oder Trackmania Nations, Trackmania 2020. Hoffentlich hat's euch gefallen. Hinterlasst gerne mal wieder ein Däumchen nach oben. Und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.